Ramazan Özcan jetzt bei mir nach dem Spiel bei Borussia Dortmund. Rambo, vor der Partie war der FC Ingolstadt krasser Außenseiter. Nach der Partie schaut man in sehr erleichterte Gesichter bei Borussia Dortmund. Was ist passiert für diejenigen, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben? Wir haben hart und ehrlich gespielt oder harte und ehrliche Arbeit abgeliefert. Wir haben gegen den Ball richtig diszipliniert gearbeitet und haben von der Kulisse keine Angst gehabt. Ja? Und ich denke, wir haben sehr gute erste Halbzeit gespielt. Und dass wir dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen unter Druck geraten, war normal. Die können halt auch von der Bank nochmal richtig gut Qualität reinbringen. Es sind drei krasse Fehlentscheidungen, die gegen uns gepfiffen worden sind. Und das ist einfach enttäuschend für uns. Wir sind sauer. Wir müssen, wir müssen versuchen, unsere Wortwahl richtig zu wählen, ohne dass wir uns irgendwie gegenseitig oder selber schaden. Du sprichst es an. Leider kommt man heute an der Schiedsrichterleistung nicht vorbei. Ist ja auch nicht unsere Art, normal über solche Themen zu sprechen. Wie bitter ist es jetzt in Dortmund, wie gesagt, bei einer der vielleicht besten Mannschaften in Europa, so ein Spiel abzuliefern und dann so um den Lohn der Arbeit gebracht zu werden? Ich glaube, alle, die mich kennen, wissen, dass ich immer zuerst mich selber an der eigenen Nase nehme. Oder wir, die Mannschaft, dass wir uns an der eigenen Nase nehmen. Aber wenn so krasse Dinge passieren, dann muss ich, sorry. Ich habe dann im Nachhinein noch gehört, dass der gleiche Schiedsrichter gegen VfB Stuttgart gepfiffen hat, wo drei Leute im Abseits stehen. Dann, das gibt mir so ein bisschen noch die Sahne auf den Kuchen drauf. Ne? Und das ist unglaublich. Da fahren 2.500, 3.000 Fans mit bei dem Sauwetter und unterstützen uns. Wir liefern so eine Leistung auf dem Platz ab. Und dann gehen wir mit leeren Händen heim. Und die Leute, die da waren, denen ich den größten Respekt zolle, wie die wieder laut waren, denen hätte ich gegönnt, dass sie feiern im Bus, im Zug, egal womit sie gekommen sind. Und jetzt sitzen wir in der Kabine, leeren Stille und keiner weiß, was er sagen soll. Tut mir leid, Leute. Ein Schiedsrichter ist auch ein Mensch. Man darf jeden Menschen kritisieren. Es ist kein lieber Gott da drin. Aber wenn man den Fehler klar sieht und dann der Video-Wall sofort abbricht, ja, fehlen mir die Worte. Ja. Dann sprechen wir noch einmal über deine persönliche Leistung. Glaube ich, als Torwart auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Borussia Dortmund ja dafür bekannt, immer wieder in den Rücken der Abwehr zu spielen oder auch mit Aubameyang natürlich einen der schnellsten Spieler in der Bundesliga. Darauf wart ihr aber sehr gut eingestellt vom Trainerteam. Ja, wir wissen unsere Qualitäten, wir wissen um unsere Stärken, wir wissen, dass wir jedes Spiel an die Grenze gehen müssen und das haben wir heute auch gemacht. Ich habe vorhin schon gesagt, wir hatten keine Angst vor der Kulisse, wir hatten keine Angst vor dem Gegner und haben es eigentlich bis zum 1-0 wirklich gut gemacht. Klar, du lässt da Chancen zu und das ist einfach eine Truppe, die will jedes Jahr regelmäßig Champions League die Gruppenphase überstehen und ich denke, wir haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Auch vorne haben wir richtig gut geackert. Das ist schade, wie gesagt. Mindestens einen Punkt hätten wir uns hier verdient gehabt und dann wäre es eine geile Sache geworden. Aber so, denke ich, werden wir noch ein paar Tage über ein paar Entscheidungen reden müssen. Das wäre meine Abschlussfrage, Rambo. Du bist einer der erfahrensten Spieler bei uns in der Mannschaft. Wie richtet man jetzt die Truppe auf? Du sagst, leere Gesichter, still in der Kabine. Geht ja schon weiter, Derby nächste Woche. Ja, klar, wir werden jetzt noch die ganze Zeit darüber sprechen oder uns ärgern und ich habe schon, oder wahrscheinlich explodiert mein Handy vor lauter Nachrichten von meinen Freunden, Familie und so. Gut, wir müssen uns morgen wieder total regenerieren. Wir haben heute echt viel Körner gelassen und geht nächste Woche weiter. Nächste Woche haben wir das Derby vor der Brust, heimischen Stadion. Ich glaube, das wird wieder ausverkauft sein und wir freuen uns. Wir freuen uns auf das Spiel und werden wieder alles in die Waagschale werfen. Dann danke, Rambo, nach so einem schweren Spiel, dass du dich ja, zur Verfügung gestellt hast. Allerhöchsten Respekt von unserer Seite für die Leistung. Großartig. Wir freuen uns auf nächste Woche. Danke. Gute Heimfahrt und bis nächste Woche. Michael Henke, Borussia Dortmund ist natürlich eine der besten Mannschaften in Europas. Wenn man es mal chronologisch durchgeht, wie bereitet man seine Mannschaft auf so eine Partie vor über 80.000 Zuschauern vor?
Ja gut, ich glaube, das Problem haben wir scheinbar diese Saison nicht, dass wir Respekt haben vor diesen Arenen. Das haben wir schon eigentlich in München gezeigt. Insofern haben wir uns mehr fachlich mit Dortmund auseinandergesetzt, haben Videos gezeigt, haben die Stärken gezeigt, die Dortmund hat, aber auch gezeigt, wo sie vielleicht verwundbar sind, wo wir was machen können, wo wir Potenzial rausziehen können, um hier gut abzuschneiden. Und ich glaube, das Spiel hat auch gezeigt, dass die Mannschaft gut vorbereitet in das Spiel reingegangen ist. So ist es. Die Mannschaft hat mehr als überzeugt. Die einhellige Meinung aller Journalisten ist, Borussia Dortmund sogar an die Wand gespielt zu haben. Wie zufrieden bist du mit der Leistung der Truppe? Ja, gut, klar bin ich zufrieden mit der Leistung der Truppe. Ich habe nur, ehrlich gesagt, keinen Bock mehr drauf, für gute Leistung gelobt zu werden, aber ohne Punkte dazustehen. Wie es im Grunde ja auch schon bei Bayern München war, wobei heute war es dann nochmal ein Stück krasser. Da ist dann irgendwann, das kann mal passieren in einem Spiel, klar. Man hat ja auch mal Glück, umgekehrt vielleicht, wo man nicht so gut spielt. Aber immer mit leeren Händen dazustehen, wenn man gut gespielt hat, gegen natürlich eine gute Mannschaft, die über die Saison auch sicherlich besser ist als wir und auch weiter oben stehen wird. Das ist das schon bitter und da hat man dann irgendwann auch ein bisschen Erklärungsnot. Wir von FCI TV sprechen ungern über Schiedsrichterentscheidungen, aber in dieser Partie war es leider so krass, dass wir es ansprechen müssen. Wie hast du die drei wahrscheinlich entscheidenden Momente, wenn man das Foul an Lescano in der ersten Halbzeit, das nicht gegebene Eigentor und dann das 1:0, was aus Abseitssituationen entstanden ist, betrachtet. Wie hast du das von außen gesehen? War das schon schnell klar, dass das Fehlentscheidungen sind, die uns auf die Verliererstraße bringen? Ja, ich will so auf die einzelnen Entscheidungen gar nicht eingehen. Bitter ist einfach. Ich glaube, das große Gut des Fußballs, speziell auch in der Bundesliga, ist, dass es einen fairen Wettbewerb gibt. Und solange wie das der Fall ist, glaube ich, strömen auch die Zuschauer ins Stadion, freuen sich am Bildschirm über die Leistung der Mannschaften und irgendwo gönnen sie auch jeder Mannschaft dann irgendwo, dass sie gewinnt oder einen Punkt holt oder so. Nur wenn das nicht mehr gegeben ist, weil krasse Entscheidungen passieren, die eine Mannschaft benachteiligen, dann ist das sehr bedauerlich, muss ich sagen. Und ich glaube, das enttäuscht auch die Leute. Unsere Mannschaft, klar, die enttäuscht das total. Die sitzen in der Kabine, gucken einen ratlos an und fragen, Micha, warum wird das Tor nicht gegeben? Weil der Fehler dem Mats Hummels passiert? Oder warum kriegen wir ein Abseitstor? Ja, und bei uns wird alles abgepfiffen oder so. So reagieren ja die Spieler. Und dann hast du natürlich auch Erklärungsnot. Nochmal, die Schiedsrichter haben einen unheimlich schwierigen Job. Vor 80.000 wahrscheinlich auch schwieriger als vor 15.000, muss man auch zugeben. Ja. Aber sie sind halt dafür da, diesen Wettbewerb möglichst objektiv, fair über die Bühne zu kriegen. Und wenn das mal nicht passiert, wie gesagt, nicht mit Absicht, das muss ich auch ganz klar sagen, weil der Winkmann ist ein ganz erfahrener Schiedsrichter, der das garantiert nicht extra gemacht hat. Aber Tatsache ist natürlich, was unterm Strich bei rauskommt. Wir werden über dieses Spiel vielleicht lächeln können am Ende der Saison. Nur, wenn uns die Punkte fehlen, ja, und wir steigen ab, ja, ich will es mal so krass sagen, dann ist es natürlich nicht mehr so witzig. Und ich glaube, darum geht es auch. Und ich glaube, man darf das auch mal offen aussprechen. Ich denke, das waren sehr faire Worte von dir. Noch vielleicht ein letztes Wort zu unseren Fans. 3.000 mitgefahren bei diesem, wie Rambo es vorher bei uns gesagt hat, Sauwetter mit nach Dortmund gefahren. Waren auch hörbar. Natürlich jetzt auch enttäuscht die Rückreise zurück nach Ingolstadt antreten. Ist doch eine schöne Entwicklung, oder? Ja, ich glaube, die Fans, klar sind die auch enttäuscht, wie wir, über das Ergebnis. Trotzdem wahrscheinlich auch ein Stück breite Brust, weil sie sehen, Mensch, unsere Truppe hat gegen Borussia Dortmund, wirklich eine der besten Mannschaften in Deutschland, vielleicht in Europa, super mitgehalten. Also die werden auch sicherlich was Positives aus dem Spiel ziehen. Ich fand es toll beim Aufwärmen schon, obwohl ja wirklich ein schlechtes Wetter war, habe ich dann die Fans gehört. Ich wusste aber nicht, wo sie waren. Und dann habe ich geguckt und dann waren sie oben natürlich rechts ein bisschen weit in der Ecke. Aber man hörte sie deutlich schon beim Aufwärmen. Und das finde ich einfach beeindruckend, die Entwicklung, was sich da auch in der Fanszene getan hat. Michael, dann atmen wir einmal durch. Vielen lieben Dank. Das nächste Spiel steht ja schon an, das Derby gegen FC Augsburg. Ich habe Rambo gefragt, wie er als erfahrener Spieler die Mannschaft jetzt aufrichtet. Was kann man als Trainer jetzt tun in den nächsten Tagen?
Ja gut, wir müssen schon klar machen, nur weil wir jetzt so gut in Dortmund gespielt haben, wird es kein Selbstläufer gegen Augsburg, die ja auch wieder sich stabilisiert haben und besser geworden sind. Sondern wir müssen da mit der gleichen Akribie in die Vorbereitung gehen und dann auch nächstes Wochenende wirklich alles abrufen, so wie heute, alles wieder in die Waagschale werfen, sonst wird es ganz, ganz schwer, gegen Augsburg was zu holen. Und wir brauchen da dann eben noch mehr Unterstützung, weil natürlich im Heimspiel auch mehr Leute da sind, die wie eine Wand hoffentlich hinter uns stehen, beziehungsweise ich bin davon überzeugt. Davon sind wir auch überzeugt. Wir werden auch da sein und euch unterstützen. Vielen lieben Dank. Guten Nachhauseweg. Dankeschön. Marvin, wie stolz bist du als Kapitän auf die gezeigte Leistung hier des FC Ingolstadt vor über 80.000 Leuten im Signal Iduna Park gegen eine der besten Mannschaften in Deutschland, vielleicht Europas? Ja, ich bin natürlich sehr, sehr stolz auf die Jungs, aber nicht nur auf die Jungs, sondern eben auch auf all die Fans, die uns hier begleitet haben, die uns, ja, dass die kompletten 90 Minuten brutal unterstützt haben. Da würde ich auch erstmal nochmal sagen, Dankeschön, Leute. Ja, ich hoffe, die Leistung hat auch insoweit gepasst, dass man eben ja auch weiterhin auswärts eben so viele Leute mit begeistern kann, dass sie mit uns fahren. Und ansonsten, ja, sehr, sehr bitterer Spielverlauf. Du sprichst es an, bitterer Spielverlauf. FC Ingolstadt nicht nur gleichwertig, sondern ich glaube, wenn es normal läuft, geht man hier mindestens mit einem Punkt vom Platz, wenn nicht sogar ein Auswärtssieg wieder drin gewesen. Ist ein bisschen Zeit vergangen, du warst duschen. Da braucht man bis ein paar Tage wahrscheinlich, um das zu verarbeiten, oder? Ja, leider haben wir nicht diese paar Tage, aber ja, definitiv 24 Stunden, um jetzt erstmal wirklich ja, zu schlucken und ja, das ein bisschen zu verarbeiten, weil wir wirklich eine tolle, engagierte Leistung gezeigt haben, eine der besten europäischen Mannschaften am Rande einer Niederlage hatten und ja, drei krasse Entscheidungen vom Schiedsrichter, ja, uns leider auf die Verliererstraße gebracht haben. Ich glaube, wenn wir in der ersten Halbzeit einen Elfmeter und eine rote Karte gegen Dortmund bekommen, dann geht das Spiel schon ganz anders aus. Ja, und ich glaube, dass man das Eigentor ganz klar durchlaufen lassen kann. Und ja, dann sieht das ganz anders aus. Aber ich glaube, wir können trotzdem stolz auf das Gezeigte sein. Wir haben geil dagegen gehalten und ja, die Dortmunder gut vom Tor weggehalten. Und darauf werden wir aufbauen. Und ich glaube, wenn wir diese Leistung auch gegen Augsburg bringen, nehmen wir auf jeden Fall was mit. Das war schon ein tolles Schlusswort, Marvin. Vielen Dank. Komm gut nach Hause. Alles klar.